Er lädt doch noch zu Ende. Ha, hi, hu, hi, ha, hi, ha. Alter! Was mit der scheiß Klinge auf? Ey! Der Waffenknecht. So, jetzt willkommen zurück zu Gothic 2. Meine Damen und Herren. Ich suche gerade ein Bett. Habt ihr im Bett gesehen? Na egal. Wir werden in dieser... Oh Gott, was war das jetzt? Kleiner Moment. Irgendwas ist passiert. Alles wieder gut? Ja. Hier war das Spiel kurz im Fenstermodus. So. Die Sonne scheint. Es ist Tag, liebe Kinder. Wir werden kurz noch die Burg ein bisschen durchforsten. Können wir hier eigentlich rein? Ah ne, da fehlt mir der Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Kann man das mitnehmen? Cool. Wir werden hier einfach noch ein bisschen alles durchforsten. Es gibt, glaube ich, noch die ein oder andere Quest anzunehmen. Erstmal pennen wir aber hier zum Beispiel, waren wir noch gar nicht drin. Und hier waren Betten, das weiß ich noch von Gothic 1. Guck mal, ganz viele waren nämlich gar nicht da, weil wir nachts reingekommen sind. Die haben nämlich alle geschlafen. Ich bin noch ganz leicht angeschlagen. Ich war am Freitag, vergangenen Freitag, war ich in Köln. Beziehungsweise um Köln, das war in Hürth, hieß das. Und da habe ich etwas ganz, ganz Spezielles gedreht für euch. Für HyperX, beziehungsweise nicht, HyperX hat das ermöglicht, ja, sage ich immer so gern. War nämlich ein sehr, sehr aufwendiger Shoot. Und ganz ehrlich, es war das Krasseste vom Level Epic, vom Level Quali, vom Level aufwendig her, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und ich glaube, in YouTube Deutschland, ohne das zu sehr hypen zu wollen, es ist ein neues Level. Also ihr könnt Samstag auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde das bis zum Erbrechen überall posten, weil das einfach so unfassbar geil ist. Ich glaube, ich... Ja, nee. So, jetzt haben wir nämlich... wir haben ein Problem. Und zwar haben wir natürlich Inkorines vergessen. Man kann übrigens hier mit dem Mausrad durchscrollen. Hat einer von euch mir in den Kommentaren geschrieben. Sehr nett. Wir haben nur einen Dietrich, denn ich habe Inkorines vergessen. Dietrich zu kaufen. Aber, was mir noch eingefallen ist, hier haben wir die leichten Fische. Das ist auf jeden Fall 3 Dietriche. Nice. Aber da hatten wir doch noch mehr, oder? Hatten wir nicht noch mehr Fische? Nee. Gut, dann haben wir jetzt 4 Dietriche. Oder? Ich sehe die gerade nicht. Hallo? Hä? Ah, da! 4. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Gut. Na gut, also, ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen weiter gucken. Wie dem auch sei, ich war ja in Köln. Bin dann wieder, also war sehr anstrengend natürlich. Und, bin dann wieder ein bisschen Kohle. Rückfällig geworden. Aber habe jetzt 13 Stunden geschlafen. Heute. Und Schlaf ist einfach das Beste. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt hier. Du musst das machen, du musst das nehmen und die Arznei verwenden. Nee, ihr müsst, also auch, aber ihr müsst einfach nur lange schlafen, dann ist GG. So, hier brauche ich einen Schlüssel? Nee. Cool. Guck mal hier, die Sichtweite. Ich will mal oben auf den Turm und gucken, wie weit ich sehen kann. Hier läuft... Hier liegt einfach mal ein Schinken rum. Hier läuft ein Schinken rum. So, haben wir hier... Felle. Und zu trinken... Nice. Ja, des Weiteren habe ich ja in meinem Inventar noch einen Feuerregen. Oder irgendeinen anderen fetten AOE-Spell. Oder ich kaufe mir von Milton, falls der welche hat. Damit kann ich nachher hier noch alle Orks wegmachen. Guck mal, die Sichtweite, Leute. Das ist wie in Skyrim, die Sichtweite. Leichter Fisch, sehr nice. Leichter Fisch. Ja, eben war er ganz unten. Das wechselt auch immer neu. Jetzt habe ich ihn gegessen. Das würde ich besser in Gothic 3, wie das Inventar aufgeräumt ist. Habe ich den jetzt gegessen? Ich habe den Fisch jetzt gegessen. War das nicht ein Fisch, wo was drin war? Nein. Ah, da, lol. Nochmal 3 Dietriche. Nice, haben wir doch 7. Alles gut. Guck mal, hier haben wir direkt eine Truhe.
Wir müssen sehr sparsam umgehen, weil ich vergessen habe, die zu kaufen im Mieter. Rechts, links. 1, 2, 3 links. Wo machen wir? Das hat schon wieder 2 Stück gekostet. Kugelblitz. Zu den Belia-Zaubern. Ich glaube, ganz viele sind davon, wie ich das schon angemerkt habe, kosteninneffizient. Aber Belias Zorn ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe da mir mal ein bisschen was angeschaut. Auf World of Gothic. Und, ja. Was ist hier? Kann ich hier dann... Ach, guck mal. Ja gut, hier kommt man bestimmt auch anders hin. Aber hier gibt es echt noch einiges an Loot. Sträflinge. Wieso gibt es hier noch Sträflinge? Das ist doch gar kein Gefängnis mehr. Der Loot ist auch... Also es interessiert die Leute hier auch nicht, wenn man den alles wegnimmt. Finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Noch ein Waffenknecht. Und noch eine Truhe. Ne, hier wäre man anders nicht hingekommen. Das ist ja witzig. So, ich speichere mal, falls ich jetzt 10 Stück verbrauche. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links. Ich weiß gar nicht, warum ich das meine eigene Meinung. Windfaust. Windfaust ist auch richtig useless, oder? Finde ich schade, ist aber... keine Ahnung. Es gibt halt einfach Zauber, die nicht so gut sind. So. Schön wäre es ja, wenn jeder Zauber in irgendeiner Situation gut wäre. Klar gibt es auch, so mehr oder weniger, aber... Die Probleme habe ich kommen ja nicht. Gut, so, jetzt sind alle ausgeschlafen. Das liegt doch auf der Hand, warum erfahre ich das jetzt erst? Es gibt nämlich zum Beispiel hier drin, glaube ich, noch... Hier kann ich ja auch noch links und rechts und oben hin und so. Müssen wir mal gucken. Hier ist nichts. Aber hier... Hier gibt es, glaube ich, noch richtig viel Loot. Also in Gothic 1 gab es hier richtig viel Loot. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das sind jetzt quasi die krassen Gemächer. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ach du Kacke, speichern. Ich habe leider keine Brille gerade hier, sonst würde ich jetzt wieder mies einen auf Panzerknacker machen. Kennt ihr die Panzerknacker noch? Rechts, links, links. Rechts. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links. Ich lade das mal neu, weil ich jetzt schon wieder kaum Dietrich habe. Wir müssen das halt jetzt... Ich vergesse immer, Dietrich hier zu kaufen, Alter. Ich bräuchte so eine App, die mich schlägt, wenn ich vergesse, Dietrich hier zu kaufen. Eine App, die einen schlägt. Kommt dann so ein Boxhandschuh aus dem Handy. Oh, Türschlüssel? Ein Türschlüssel. Ich habe was anderes gehört. Türschlüssel? Wieso ist es Enos Wille? Türschlüssel? Ich wundere mich über gar nichts. Welche Tür? Das gilt es jetzt herauszufinden. Guck mal hier vielleicht. Ich könnte mir so etwas nie rauchen. Moin! Guck mal hier. Eine Milch. Lecker. Trank. Oh, und Dietrich. Geil. Noch ein Dietrich. Nice. Dietriche sind gerade in unserer Situation am wertvollsten. Panzerknacker im Einsatz. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, links. Rechts, 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 links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links. Rechts, rechts, okay. Es ist ein Gefrickel, ich weiß. Es tut mir auch leid, ja. Ich komme mir dabei immer so schäbig vor. Aber es ist jetzt einfach ein Mittel zum Zweck. Und ganz ehrlich, wer von euch würde das nicht so machen? Und wenn ich... Ich brauche mich eigentlich gar nicht rechtfertigen, aber wenn ich das jetzt anders machen würde, würden wir halt ganz viel Loot verpassen. Ja, das wäre scheiße. Würde ich jetzt sagen, ohne Notiz. Oh. Ja, genau, das wollte ich. Oh, neben dem Stuhl. Alter, das nenne ich Beintraining, Leute. Das schafft nicht jeder. Also, auf Dauer. Notiz.
Alles klar, schauen wir mal Notiz. Jetzt scrollen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Achso, das heißt nicht. Das hätte er auch selbst wissen können. Nee, das war der Ivan. Kennst du ja schon. Auch seine Entscheidung. Wer erzählt denn sowas? Nee, hä? Welche Notiz ist das jetzt? Ach du Scheiße. Warum erfahre ich das erst jetzt? Lol. Wo ist das Ding? WTF? Lucias Abschiedsbrief. Nee, alter Brief. Nee. Fischer William, eine Nachricht. Ja, das war ganz am Anfang. Toll. Blutfliegen, Stachel, Gift. Was habe ich jetzt hier? Allgemeine Info. Toll, ja, irgendwas war jetzt Schönes. Ich speichere mal. Ach, geht nicht, wenn ich knie. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Oh, direkt gut, ja. Rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts, rechts. Links. Laden wir. Das waren schon wieder viel zu viele Dietriche, Mann. So geht es nicht. So. Und ich glaube, der Schlüssel für die Tür, den wir dahin gefunden haben, war für diese... Nicht für diese Tür. Aber... Hey, für welche Tür dann? Vielleicht unten im Hof. Oder für die hier. Hier sind nochmal zwei Truhen. Check sie. Der arme Kerl kann einem leid. Ja, kann auch. So. Rechts, links. Rechts, links, links. Viermal links. Fünfmal links. Alles klar. Mana-Essenz, geil. Und aber wieder Fischi, Fischi. Ich habe so einiges gehört. Rechts. Rechts, rechts. Dreimal. Viermal. Fünfmal rechts. Sechsmal rechts. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich kann. Nein, Topf, lecker. Könnt ihr mal alle die Fresse halten da draußen? Hier, das können wir mal machen. Ist so weit weg. Oh, und wir müssen auch noch zu diesem Hellseher in Korinnes. Ist ja zweites Kapitel. Nee, waren wir schon. Erst im dritten Kapitel wieder. Ja, schön, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Und tschüss. So, jetzt glaube ich, unten im Thronsaal gibt es noch ein, zwei Ritter, die vorhin gepennt haben, die da jetzt stehen müssten. Weil das war in der letzten Folge extrem leer. Siehste? Auric und Percival. Was kannst du mir über die Schurke erzählen? Oh ja, Soundbug, ey. Ich habe die drei Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Mhm. Jergan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Mhm. Okay. Kennst du einen Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal. Aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. Das war ein schlauer Rat. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wie ist die Lage? Ach doch, das Lager klar. Ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben.
Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Na gut. Auric. Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Hey, Moment, ihr schon mal gar nicht. Wenn, dann ich. Ich habe eine Nachricht für dich. Ah ja, sein Bruder, ne? Ich habe eine Nachricht. Gute Neuigkeiten. Mein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Kommt direkt mit der Tür ins Haus, finde ich stabil. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ja, schöne Metapher. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Ja, und mehr Metaphern finden. Ich soll die Schurfstellen aufsuchen. Das wird kein Kinderspiel sein, sieh dich vor. Suche vor allem die Paladine auf. Sie führen die drei Gruppen an. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Parsival. Das sind so geile Tipps, die mir geben. So geil! Hä? Muss man einfach mal sagen. So, jetzt die Frage aller Fragen. Wofür war der Schlüssel? Für irgendeine Scheißtür. Oh, ich glaube, ich weiß es. Man kann ja nämlich die Orks reinlassen. Vielleicht für die Tür zur Torwinde. Oder halt hierfür. Mal schauen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Oder eventuell hier links übrigens mal. Ja, egal, gehe ich gleich hin. Hier. Oder? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Dann ist es, glaube ich, echt für die Torwinde. Oh, wir können jetzt so Scheiße bauen, Leute. Machen wir aber nicht. Machen wir nicht. Nimm lieber ihren Rohstall mit. Oh, oder hier? Huhu, Haupttorwache. Wir könnten jetzt richtig Scheiße bauen. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nicht. Oh, doch nicht. Na gut. Guck mal, da stehen die Orks. So, deine Aufgabe. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich stecke in der Wand. Was ist deine Aufgabe? Mein Auftrag ist simpel. Ich muss darauf achten, dass sich die Orks nicht näher als 30 Schritt ans Tor heranmachen. Wenn sie versuchen sollten, das Torgitter zu durchbrechen, werde ich Alarm schlagen. Das ist alles. Geiler Job. So, wo geht's hier noch lang? Hier ging's doch auch runter, oder? Guck mal. Ah, okay. Das gibt es nicht mehr, wie bei Gothic 1. Naja. Gut. Finde ich aber auch genial, wenn man ein Spiel hat, was so krass aufs Erste aufbaut. So, jetzt, ich glaube, hier gab es noch eine Quest. Hey, you! Mit euch habe ich noch gar nicht geredet. Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Oh, damit unterstreicht er nochmal seine Worte. Hey. Hey, Parlav, wie geht's? Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Wer ist Engor? Engor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen bare Münze. Und das kannst du dir nicht leisten. Für den geringen Sold, den wir kassieren, kriege ich höchstens ein paar Rüben. Was gibt's Neues? Dieser verdammte Engor. Achso, bla bla bla. Wo finde ich diesen Engor? Im Haus der Ritter.
Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Hä? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Das ist das Haus der Ritter. Das ist doch alles nur Gerede. Jetzt hier rechts, ne? Oder? Da ist er. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Der ist wieder ein bisschen leiser. Schön. Ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Das ist ein ganz schöner Wichser. Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Junge, mach mal einen ruhigen. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Hm. Ja, warum nicht? Ja. Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zu weit. Oh, da habe ich genug. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Lol, easy. Kein Problem. Ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. Alter, easy, hab ich. Hier. Ich hab hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub nice. Aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Nur 24 Fleisch, was ich dir gegeben habe, nicht wahr? Das hat Logik. So, Armbrüste. Tränke ohne Ende. Nehme ich mal beides hier mit. Boah, das geht ganz schön ins Geld. Ich habe übrigens mit dem Fehlkauf oder Verkauf 1200 Gold minus gemacht. Ring der Unbezwingbarkeit. Crazy. Kleiner Feuersturm. Oh, Dämon beschwören. Der kann, glaube ich, einige Orks ficken. Dietriche. Nice. Landkarte Miental. Habe ich sowas? Brauche ich sowas? Oh, die Scheiße kann weg. Ein bisschen verkaufen hier. Ne? So. Gut. Dann haben wir das. Jetzt haben wir hier, glaube ich, mit allen gelabert. Ja, die meisten heißen ja Elo-Ritter. Aber der sieht richtig glücklich aus. Das war doch schon vorher klar. Sexe. Der mit seinem Schwert fuchtelt hier wieder rum. So, mit dir hatte ich ja geredet, ne? Du kannst nur trainieren, ne? Genau. Ja, gut. Und der Senfgrad hier. Ach ja, der kann schon... Ja. Guck mal, was halt... Eisblock ist halt nice. Aber sonst... Na gut. So, ich habe in meinem Inventar noch was Schönes. Nämlich ein großer... Nee, den nicht. Feuerregen. So. Oh, Eiswelle auch. Kleiner Feuersturm. 100 Magieschaden. 500 Magieschaden. Ja, Feuersturm. Ist ganz nett. Ah, ich habe ja hier die ersten Teleport-Dingens auch, ne? So. Wir versuchen jetzt Folgendes in den letzten 6 Minuten. Wir werden jetzt ein paar Orks kiten, die zu der Ramme locken. Und dann so viele wie möglich auf einmal kaputt hauen. Ich hoffe, ich überlebe das. Ich hoffe, wir haben alle Spaß jetzt. Ab geht's. So, moin Jungs. Oh, Elite auch am Start. Sehr schön. Sehr schön. Muss ein bisschen zickzack rennen. Dann hauen die Jungs immer daneben. Hey, komm mit. Fuck, die anderen beiden sind jetzt weg, wa? Ah! Ah! Wir sind immer noch dran. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es wird Zeit für die Ramme. Yo! So, seid alle da? Sehr schön. Und weg mit euch. Du noch aufs Maul? Das macht einfach
0,0 Schaden, Alter. Warte mal. Macht so eine Scheiße hier Schaden? Keine Reaktion. Oh, alles klar. Ich habe übrigens ganz viel Leben. Genau ein Leben. Geil, das hat aber gut EP gebracht. Sind wir Level abgekommen, oder? Ja. Ja, das war schon mal ganz gut. War aber noch nicht alles. Ja, der haut jetzt ab, das ist doof. Aber der regeneriert sich ja nicht. Ich mach folgendes. Ich gehe wieder hoch. Schlafe. Ja, da spare ich Tränke. Und mach nochmal was ähnliches. Ja, krass, wie 500 Magieschaden die Ork-Elite nicht umhaut. Das ist schon ganz schön krass. Ich wollte hier eigentlich auf einen Turm hoch. Für Aussicht und so, aber ich glaube, das geht gar nicht mehr in Gothic 2. Mal gucken. Vielleicht doch. Finden wir raus. Für Innos. Jo, alles klar. Für Innos. So. Das war also der Feuerregen. Was haben wir denn jetzt noch so für AOE? Nur Feuersturm, ne? Und Eiswelle. Eiswelle. Ich weiß nicht, wie viel Radius das hat. Tja. Ich kann mit den, Skelett-Goblins... Nee, die werden one-hitted, oder? Goblin-Skeletten. Obwohl, gegen Magier sind die super. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen grinden, glaube ich. Weil ich eigentlich ganz gut gegen Orks ankomme. Wenn es gut läuft. Ich speichere auch mal, Alter. So. Ich gehe einfach erstmal rechts. Oh Gott, da ist er. Ja. Gut, ich habe gespeichert. Alles super. Ich versuch's mit der Waffe. Oh, nee, mit Goblins. Vier, fünf, sechs, sieben. Boah, wie viele ich inzwischen... Alter, Junge. So, komm her, Junge. Du kriegst jetzt aufs Maul. Oh, oh fuck. Nein, 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 nein. Hey, haltet zusammen. Nein, Jungs, Jungs. So, weiter geht's, Freunde. Da sind sie. Prügelt ihn zusammen. Macht ihn fertig. Scheiß Ork. Aufs Maul. Goblins sind nicht so gut gegen Orks, weil die scheiß One-Hits sind. Okay. Oh Gott, der greift mich an. Nee, macht er nicht mehr. Hier manchmal so ein Triple-Schlag. Okay. Folgendes. Goblins gegen Ork-Elite. Gegen normale Orks. Eislands. Ich glaube, drei reichen. Schauen wir mal. Moin! Sehr schön. Hier, die Scheiße ist, glaube ich, auch geil. Orkisches Kriegsschwert. Und die haben Tränke immer dabei. Genau, es sind ja Orks. So. Jetzt sind wir gespannt. Einfach null Schaden. Wow. Oh, fuck. Komm schon. Ja. Er steht hinter der Fahne. Wow! 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 Ich hab Feuerrobe, alles easy. Ah, übrigens, ich kann da nur eine bessere Rüstung mal anziehen. So.
Okay, das lief, ja, durchwachsen. Habe ich nicht noch? Piratenrüstung, genau. Aber Schutz vor Feuer, das hat mir gerade... Okay, aber Piratenrüstung ist gut. Wobei, wenn ich außerhalb bin, können wir auch die anziehen. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt hier weiter kiten oder ob das so auf, Farm... Oder ob wir jetzt erstmal zu den Lagern gehen und wenn wir stärker sind. Wobei, wann sind wir denn stärker, ist ja die Frage. Kapitel 2 ist man als Magier einfach nur ein Pimpf. Das ist halt etwas doof. Freue mich echt mega auf die Skelette. Ja, ich mache erstmal einen Cut. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Eventuell gehen wir schon zu den Minen. Und ja, sehen uns dann. Haut rein. Tschüss.